1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talkradio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Sendewoche. Ich begrüße herzlich die Hörer von 1Live, herzlich die Zuschauer von WDR Fernsehen und herzlich die Zuschauer von 1 Festival. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer, ihr kennt das ja, montags eine freie Themennacht und ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder unter der Mailadresse. Und wenn ihr mailt, schreibt bitte eure Telefonnummer drauf und schreibt relativ kurz, damit die Kollegen nicht so lange lesen müssen und dann geht das alles viel schneller hier bei uns. So, der erste Anrufer ist Anita und Anita ist 33 Jahre. Guten Morgen, Anita. Hallo, Domian. Hallo, Anita. Um was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich ja nach 9 Jahre Beziehung feststellen musste, dass mein Mann ein Kinderschänder ist. Was ist passiert? Wie hast du es erfahren? Das fing eigentlich damit an, dass voriges Jahr, kurz vor Weihnachten oder was, eine Anzeige von seiner Tochter aus erster Ehe kam. Mhm. Und ich dem Ganzen aber keinen Glauben schenken konnte, weil ich halt nie was gemerkt habe. Mhm. Und das Ganze hat sich dann leider verfestigt, nachdem dann halt ein Kind, was seit letztes Jahr September in Therapie war, zu der Karnevalszeit ausgepackt hat, dass er sich an ihr auch vergriffen hat. Und darauf. Was war das für ein Kind? Aus der Nachbarschaft oder auch eine Verwandte? Aus dem Haus. Aus dem Haus? Bei euch aus dem Haus? Ja. Daraufhin hat sich noch ihre Schwester gemeldet und was mich noch am meisten erschüttert hat, die Tochter unserer besten Freundin. Wo ist dein Lebensgefährte oder dein ehemaliger Lebensgefährte, wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Ist er nicht im Gefängnis? Nein, noch nicht. Das heißt, die ganze Sache läuft? Die ganze Sache läuft, diese Anzeigen sind jetzt zur Staatsanwaltschaft erst vor kurzem gekommen. Ja, und das sind ja eine Menge Anzeigen? Ja, 4 sind es. 4? Mhm. Habt ihr auch ein Kind gemeinsam? Wir haben 2 Kinder. Ihr habt 2 Kinder gemeinsam? Ja. Wie alt sind die? Einen fast 8-jährigen Sohn und eine 2-jährige Tochter. Du weißt, was ich jetzt sofort denke? Ja. Und das hast du sicher auch gedacht? Das habe ich auch gedacht und ich habe mir auch Hilfe gesucht. Und bei meinem Sohn sieht es so aus, als wäre nichts gewesen, auch wenn man ihn hintenrum fragt. Also ihm ist da nie was Komisches aufgefallen. Mhm. Und bei meiner Tochter, die macht kein Anzeichen und man weiß es halt nicht. Hm. Als du das erfahren hast, wie lange hat das noch gedauert, bis du dich von ihm getrennt hast? Ich gehe mir davon aus, dass du dich von ihm getrennt hast. Ja, wie lange hat es gedauert? Eine Stunde. Eine Stunde? Ja, ich war bei Bekannten unten, die mir das gesagt haben. Und daraufhin habe ich Kontakt zu seiner Rechtsanwältin aufgenommen und habe ihn aus der Wohnung beseitigen lassen. Ist man denn im ersten Moment nicht geneigt, wenn man 9 Jahre mit jemandem zusammen war, den hat man geliebt, an den hat man geglaubt, dem hat man vertraut, dass man im ersten Moment sagt, nee, das glaube ich nicht? Das habe ich auch, ich habe es auch nicht geglaubt. Und ein gewisser Zweifel besteht immer noch, aber das wäre nur zum Selbstschutz. Also es wäre ziemlich dumm und naiv, nach 4 identischen Aussagen daran zu glauben, dass es nicht so ist. Ich habe gerade nicht richtig verstanden, nach welcher Aussage hast du dich von ihm getrennt? Schon nach der ersten? Nee, nach der ersten, das war ja von seiner Tochter. Und mit der hatte ich eigentlich in der ganzen Zeit immer Probleme. Und sie war halt auch nie so wahrheitsliebend, wo ich auch dachte, die will sich an ihm rächen oder was. Da war noch der Prozess, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Ja. Nach der wievielten Aussage hast du dann gesagt? Die anderen kamen dann geballt auf einmal. Mhm. Was geht in dir vor? Da muss doch für dich eine komplett und kolossal eine Welt zusammengebrochen sein. Ja, es ist tiefe Verzweiflung. Du hättest diesem Mann niemals so zugetraut? Nein. Nie? Nein. Wenn du jetzt, nachdem du das weißt, was vermutlich passiert ist, du gehst davon aus, dass es so war? Ja. Obwohl noch kein Prozess stattgefunden hat und dennoch glaubst du es? Ja, sicher, weil diese Aussagen sind alle identisch, es ist immer die gleiche Machenschaft gewesen. Und halt durch diese Aussage von der Tochter unserer besten Freundin ist es eigentlich für mich Fakt gewesen. Die hatte einfach keinen Grund dafür. Wenn du zurückdenkst,
Jetzt mit dem Wissen oder mit der Überzeugung, was geschehen ist, gibt es im Nachhinein Momente, wo du denkst, ja, da war der irgendwie merkwürdig? Ja. Erzähl mal. Er hat von Anfang an gezweifelt, dass er aus dieser Sache rauskommt. Und ich habe immer gesagt, wenn du es nicht warst, dann sag es auch bitte aus, weil er wollte erst die Aussage verweigern. Mhm. Und dann hätte seine Tochter im Nachhinein hätte er ans Messer geliefert. Mhm. Der hat das immer kolossal abgestritten. Mhm. Ich meinte es noch anders. Ich meine, wenn du ein paar Jahre zurückblätterst, so im normalen Alltag, fallen dir heute Sachen auf, die der damals gemacht hat, die du damals vielleicht so zur Seite gewischt hast, aber heute irgendwie einen Indiz vielleicht darstellen? Nein, gar nicht. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür. Du sagst, dass die Vorwürfe sind relativ gleichlautend von den, ja, von den Opfern. Was genau wirft man ihm vor? Ja, er hat wohl immer geleckt unten. Und es ist wohl nachher mehr passiert, aber das weiß ich im Detail nicht. Mhm. Er hat geleckt. Ja. Mhm. Du hast dich mit ihm dann, noch bevor du dich getrennt hast, darüber auseinandergesetzt. Ja, und da hat es mir immer noch glaubhaft abgestritten. Also nicht glaubhaft abgestritten, er hat es nach wie vor abgestritten. Bis zum Schluss? Ja. Mhm. Du hast jetzt im Moment keinen Kontakt zu ihm? Nein. Du weißt gar nichts, was er tut, wo er ist und so weiter? Nein. Mhm. Was empfindest du für diesen Mann, den du 9 Jahre wahrscheinlich geliebt hast? Tja, das weiß ich nicht. Wenn ich ihn hassen könnte, wäre es gut. Aber er hinterlässt einfach so große Löcher und ich weiß es nicht. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Wie erklärt man das wie erklärst du das deinen Kindern, beziehungsweise deinem Sohn, der ist, sagst du, 8 Jahre, ne? Ja. Wie erklärst du ihm das, wenn der Papa jetzt weg ist? Der geht da ganz, ganz trocken mit um. Das ist sehr erschreckend eigentlich schon, wie er damit umgeht. Ich habe ihm halt im Groben und Ganzen das erklärt, was vorgefallen ist, und ich brauche ihm das auch nicht näher erklären, weil er es nicht verstehen würde. Ja, aber du hast schon gesagt, der Papa scheint was Böses gemacht zu haben, ja, und deshalb muss er jetzt weg. Ja. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und seinem Vater? Jetzt im Nachhinein wahrscheinlich nicht so gut. Ich weiß es nicht, es war immer sein Vater, aber mein Mann hat nie gut seine Vaterrolle ausgefüllt. Mhm. Aber er war halt da und zum Spielen und so war es alles immer okay, nur von den Pflichten her hat es da schon immer gehapert. Hast du mal oder hat die Polizei mal in seinem Computer, so er einen eigenen Computer hat? Ja, den habe ich freiwillig abgegeben und der ist letzte Woche gecheckt worden und da waren auch keine Spuren drauf. Da waren keine Spuren drauf. Mhm. Es gab keine Spuren. Mhm. Das heißt, du machst dir so für dich auch keine Vorwürfe, ach, hätte ich mal noch genauer hingeguckt. Doch. Weil es muss auch öfters hier in unserer Wohnung passiert sein. Zuletzt, das ist aber nicht zur Anzeige gekommen, hat er wohl noch unseren Babysitter versucht anzufassen. Mhm. Und man fragt sich immer, warum hat man nichts gemerkt? Der Babysitter, ist das eine Frau, eine junge Frau oder ein junger Mann? Die war schon älter, die war schon 17. 17. Mhm. Mhm. Ich glaube, wenn ich du wäre, würde ich mir auch Vorwürfe und Gedanken machen. Einerseits, aber andererseits, wenn ich so klar sagen würde, wie du es gerade gesagt hast, ich habe wirklich nichts gemerkt. Der hat das so perfekt gespielt. Muss man das ja fast schon als ein Schicksal hinnehmen, was dir widerfahren ist, dass du mit so einem Mann zusammengekommen bist. Ja, das ist richtig, aber es reißt halt neue Baustellen auf, womit ich einfach nicht klarkomme. Klar, klar. Ja. Und wie? Ja. Natürlich stürzt einen das schon auch in eine Krise. Bin ich vielleicht nicht ein guter Menschenbeobachter? Ne? So eine Frage stellst du dir bestimmt auch, würde ich mir auch stellen. Ja, und ich denke immer, dass ich genau hinschaue, aber wie gesagt, ich konnte nichts merken. Mhm. Jetzt einfach dieses Alleine sein und hier abends im Bett liegen und könnte mir auch vorstellen, dass so etwas, wenn man sowas erlebt, dass einem das so die Vertrauensbasis überhaupt zu Menschen oder vielleicht, darüber wird noch nicht zu spekulieren sein im Moment, aber wenn du mal irgendwann in eine neue Beziehung gehen solltest, dass du wahrscheinlich unglaublich skeptisch bist. Ich weiß es nicht. Also ich versuche das von mir fernzuhalten, einfach den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Mhm. Ich versuche immer von zwei Seiten die Dinge zu betrachten. Einmal von der Vernunftseite und einmal von der emotionalen Seite. Und von der Vernunftseite muss ich mir einfach sagen, das kann es nicht gewesen sein. Nicht jeder Mensch kann so schlecht sein. Natürlich nicht. Und man darf es auch nicht verallgemeinern. Ja. Man darf es nicht verallgemeinern. Wann denkst du, wann wird der Prozess sein? Das
das wird sich noch Monate hinziehen. Da wirst du auch aussagen müssen, bestimmt, ja, oder? Mhm. Ja, ich muss ja nicht, aber ich habe gesagt, alles, was irgendwie der Sache irgendwie beitut, werde ich aussagen. Ich frage es jetzt nochmal, es gibt überhaupt gar nicht nicht eine Promille-Überlegung in dir, dass er vielleicht auch unschuldig sein könnte? Nee, man hofft es zwar irgendwo, aber ich bin mir einfach hundertprozentig sicher, dass er es gemacht haben muss. Ich würde mir an deiner Stelle, Anita, auch jetzt vor allen Dingen, wenn es zu dem Prozess kommt und auch für deine Kinder, würde ich mir so professionelle Hilfe suchen. Habe ich ja schon, aber das ist nicht so einfach. Warum? Ich habe jetzt einen Psychologentermin für in 4 Wochen oder so. Mhm. Ja, also das ist das Schlimme, das dauert alles so lange. Mhm. Ja. Mhm. Ich würde dich gerne jetzt mit meiner Psychologin verbinden, die dir vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp geben kann, wie du klug diese Zeit noch überbrücken könntest in die nächsten 4 Wochen. Da gibt es ja auch immer Möglichkeiten, was man machen kann. Wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft. Und wenn man noch von was Gutem reden kann in der Geschichte, kann man ja sagen, Gott sei Dank hat er deine Kinder nicht angefasst. Eure Kinder nicht angefasst. Das ist wohl wahr. Das macht das natürlich alles andere, relativiert das andere nicht, aber das ist auf jeden Fall gut. Ja, für die Kinder schon. Lieber Anita, du legst bitte auf und Simone, meine Psychologin, ruft dich an, okay? Alles klar, danke. Alles Gute von Herzen. Jo. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt an dieser Stelle ein Hinweis für morgen, auf morgen. Morgen haben wir eine feste Themennacht und morgen heißt unser Thema, ich suche den gefährlichen Kick. Ich möchte mit Menschen sprechen, die weit über das normale Maß hinaus risikobereit sind und sich wirklich einem Kick aussetzen. Das können Extremsportler sein. Das können Leute sein, die U-Bahn-Surfen machen. Das können vielleicht Leute sein, die im Drogenbereich Dinge ausprobiert haben oder ausprobieren, die extrem gefährlich sind und ihr wirklich mit eurem Leben, euer Leben riskiert. Es könnte auch etwas sein im Bereich Sexualität. Auch da gibt es Spielformen und Spielarten, die so extrem sind, dass sie unter Umständen mit dem Leben bezahlt werden müssen. Mit so jemand würde ich morgen auch gerne reden. Oder vielleicht auch mit jemandem, der Autorennen fährt, illegale Autorennen. Also, ich suche den gefährlichen Kick, unser Thema morgen, wenn ihr gerne morgen mit mir sprechen wollt, über dieses Thema, meldet euch heute am besten schon an, über die Mailadresse oder ruft morgen eine Stunde oder während der Sendung an. Eine Stunde vor der Sendung oder während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit dem Stefan. Und Stefan ist 33 Jahre. Guten Morgen, Stefan. Ja, hallo Jürgen. Hallo Stefan. Wunderschönen Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist folgendes. Also ich habe schon mal vor längeren Jahren schon mal angerufen, auch zu diesem gleichen Thema. Also ich habe Tourette-Syndrom, also sprich eine Tickstörung, eine Zwangsstörung. Mhm. Und Wie macht sich die bei dir bemerkbar? Durch Ticks, durch Zuckungen, also die kündigen sich nicht vorher an. Also im Gesicht Zuckungen, heftige Zuckungen im Gesicht. Nein, Gesicht ist unterschiedlich, mal mit den Schultern, mal mit dem Kopf, ach so. Also ist also unterschiedlich. Mhm. Also mein Gangbild ist auch ein bisschen davon betroffen, also nur minimal. Mhm. Und wie schon gesagt, macht sich dann natürlich auf mein Umfeld nicht so toll bemerkbar dann dementsprechend. Also die Leute gucken blöd und reißen dann ihre Sprüche dann irgendwie darüber ab und finde ich ein bisschen... Das liegt wahrscheinlich daran, also das Tourette-Syndrom ist so in den letzten Jahren oft besprochen in den Medien. Dennoch gibt es natürlich viele Leute, die das nicht kennen und ja, sicher, das wirkt befremdlich, wenn jemand dann extrem zuckt oder vielleicht auch einen Laut von sich gibt. Das gibt es ja auch bei Tourette-erkrankten Menschen. Ja. Oder ungewöhnlich geht, so wie du es gerade von dir beschrieben hast. Naja, also ich habe es leider nicht unter Kontrolle, wie schon gesagt. Und zum Glück habe ich keine Laute, die ich aussprechen muss, also keine Vokalticks. Da bin ich schon mal, da danke ich schon mal dem lieben Gott, dass ich nur diese Problematik halt habe mit meinen Zuckungen so, also jetzt nur diesen Kopfzucken oder mit den Schultern halt das machen muss. Also was für mich schon sowieso sehr unangenehm und peinlich ist eigentlich im Endeffekt. Aber wie schon gesagt, ich habe damit gelernt zu leben und weiß ich nicht. Aber trotzdem ist das irgendwie auch ein bisschen blöd, dass man da nicht wirklich irgendwelche Leute kennenlernt, die einen so akzeptieren, wie man ist. Ne? Das finde ich ein bisschen schade halt. Ne? Also wenig Leute kennenlernt. Also ich meine, ich lerne so schon genug Leute kennen. Ich bin auch sehr kontaktfreudig und sehr offen eigentlich. Also ich komme damit sehr gut klar. Also ich habe damit keine Probleme. Nur ich finde es halt ein bisschen blöd, dass die Leute einen irgendwie in eine Schublade reinstecken und sich voreilig irgendwie Urteil bilden, nehmen irgendwelche Drogen oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, macht das extra. Und weiß ich nicht, man wird dann verspottet irgendwie, wenn man da rumtickt. Also das, nach meiner Ansicht nach, sind die Leute
die sollen sich erstmal in ihre eigene Nase packen, bevor sie sich über andere Leute lustig machen, die krank sind und nichts dafür können. Natürlich. Ja. Hat dein heutiger Anruf einen neuen Anlass? Ja, ich weiß nicht, wir haben damals schon mal gesprochen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe damals mal nebenbei so ein bisschen was so Callcenter-Agent-mäßig gemacht. Da hast du gesagt, ich hätte doch eine nette Telefonschippe und warum, das war schon länger her, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ist schon einige Jahre. Ja, es muss sehr lange her sein, ne? Ja, da habe ich auch wegen dieser Tick-Problematik halt angerufen und momentan, also mache ich jobmäßig leider gar nichts. Mhm. Ja, und weiß ich nicht, ist halt schwer, dann im Umfeld was zu finden. Ich habe 50% vom Versorgungsamt Behinderung auf dieser Geschichte halt, ne? Ja. Ja, und wie oft kommt es zu diesen Zuckungen und Bewegungen im Gesicht und also im Körper? Das hängt auch mit der Psyche so ein bisschen zusammen. Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, also mich nervös aufrege bist, oder durcheinander bin durch irgendwas, sag mal so, dann kommt es halt öfter halt. Ne? Hast du das im Moment auch, während wir reden? Nee, gar nicht. Weil du vielleicht nervös bist? Und nee, überhaupt nicht. Ja. Ich liege auf der Couch. Du bist ganz entspannt. Fernsehen an. So muss es auch sein. So muss es sein. Ja. Gibt es denn Leute in deinem Umfeld, die das so wirklich dann so hinnehmen und sagen, okay, nur ist er ist so, wie er ist und sag mal so, ich meine, ich bin halt an für sich ein sehr, sehr direkter und sehr offener Mensch und ich meine, wenn ich mit irgendwelchen Leuten zu tun habe, so, und ich meine, es gibt einige, die lachen darüber, es gibt auch einige Leute, mit denen kann ich mich ganz normal unterhalten, aber irgendwie so, aber so wirklich richtige Freunde, ich sag, das sind Freunde, die zu mir stehen, so, und mich so akzeptieren, wie ich bin, habe ich eigentlich gar keinen. Und das finde ich eigentlich schade, dass die Gesellschaft irgendwie, der wir leben, so oberflächlich geworden ist, egoistisch und, weiß ich nicht. Hast du das seit deiner Kindheit? Seit der 20 Jahre habe ich das jetzt, aber 13. Lebensjahr. 13. Lebensjahr. Bist du in Behandlung gewesen? Ich war neurologisch in Behandlung, klar. Die haben, also das ist damals so gewesen. Ich habe damals, als ich etwas jünger war, so Kopfschmerzen gehabt und Übelkeit. Mhm. Und das damals vom Augenarzt wollten ja irgendwie da so ein CT veranlassen. Dann bin ich umgekippt immer und keine Ahnung. Und dann in den späteren Jahren haben die da mal so ein CT und so eine Computertomographie gemacht. Ja. Und da haben dann im linken Kopf, also im linken Pons des Hirnschenkels, eine Gliose entdeckt, so eine Entzündung des linken Hirnpons. Mhm. So, und die haben jetzt vermutet, dass dadurch irgendwie diese Motorik, diese Hyperkinese, so das ist Fachdeutsch, dass das irgendwie dadurch verursacht wird. Kann man medikamentös was machen? Kann man, mit Hanf kann man dann das behandeln, ja. Mit was? Mit Hanf. Mit Hanf? Hanf, ja. Aber nicht rauchen, also jetzt nicht rauchen, also diese Tropfen halt. Ne? Ja, und tust du das? Dr. Müller-Fahl in Hannover. Ja. Da war ich auch gewesen und die hat diese Studie irgendwie da getestet oder irgendwie das herausgebracht oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mir die Tropfen also nicht leisten. Also ich nehme gar nichts medikamentös. Ach so, diese Tropfen sind sehr teuer. Die musst du selber bezahlen. Die muss man bezahlen. Von der Krankenkasse übernommen. Ah. Und ich kann mir das nicht leisten. Und wäre das so, wenn du diese Tropfen einnehmen würdest, weißt du von anderen, dass die eine gute Wirkung, eine therapeutische Wirkung haben? Ich glaube, deutschlandweit sind, glaube ich, 44.000 Leute davon betroffen, von dieser Problematik. Ja. Es gibt auch keine Selbsthilfegruppen, leider. Ach. Und ich finde es auch echt schade, so dass ich auch keine Leute so kennenlerne, die auch selbst davon betroffen sind. Irgendwie. Das kann ich fast nicht glauben. Es gibt irgendwie zu allen möglichen und unmöglichen Dingen Selbsthilfegruppen mittlerweile. Und Tourette ist ja nun doch relativ verbreitet. Ja. Da gibt es keine Selbsthilfegruppen. Gibt es nicht. Ich könnte schwören, dass wir gleich hier Mails bekommen und die sagen, ja, stimmt ja gar nicht hier, wir. Also das fände ich super klasse, wenn ich da vielleicht mal meine Nummer notieren könnte. Ja, klar, natürlich. E-Mail-Adresse. Ja, ja. Und mir da Kontakte da irgendwie von den Zuhörern oder Zuhörerinnen, die vielleicht auch betroffen sind, dass man da Kontakte knüpfen kann. Also wäre ich euch mega dankbar. Machen wir auf jeden Fall. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass wir eine Rückmeldung haben. Da wäre ich so mega happy, ne? Ja. Allein schon eben mit welchen Leute zu tun zu haben, die vielleicht auch genau dasselbe Leiden haben oder genau dieselbe Problematik haben. Ja, und man kann Informationen austauschen und man lernt auch Leute kennen, die in gleicher Weise betroffen sind. Richtig. Du sagst, du hast keinen einzigen Freund. Wirklich einen guten richtige, Freund. Richtige Freunde, so, die zu mir stehen und so, habe ich gar keine. So Bekannte halt, mit denen man so zwangsläufig zu tun hat und so, aber. Gab es denn mal eine Beziehung? Gab es mal eine Liebe? Ja, Beziehungen. Ich meine, ich will es nicht von mir behaupten, dass ich jetzt irgendwie der super gut aussehende bin, aber ich bin ein guter Durchschnitt, sag mal so. Und ich meine, so Frauen lerne ich auch kennen, aber nur halt affärenmäßig so, jetzt nichts Langfristiges. Also es gab noch keine lange Beziehung? Nee, leider nicht. Wie reagieren Frauen auf dich, wenn du meinetwegen im Kennenlerngespräch anfängst zu zucken oder irgendwelche Bewegungen zu machen, weil du vielleicht auch nervös bist? Komische Blicke kommen dann und irgendwie, weiß ich nicht, und dann, wenn das so heißt, wenn ich so frage, ja, kann man sich öfter vielleicht mal wiedersehen und treffen, so, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, und ich melde mich dann und bla bla. Und das weiß ich nicht, die blocken dann irgendwie dann ab. Thematisierst du das denn, dass du diese Erkrankung hast? Ich sag schon, ich meine, in erster Linie, weiß ich nicht, halte ich eigentlich
generell damit hinterm Berg. Ich meine, ich versuche das natürlich immer zu unterdrücken irgendwie, weil mir ist natürlich auch unangenehm, das direkt so zu sagen. Ja, aber ist vielleicht der Fehler. Wenn du es direkt sagst, entspannt dich das schon und sonst stehst du so unter Stress und Druck, das jetzt unterdrücken zu wollen und dann passiert es vielleicht extra. Ja. Sagst es aber von Anfang an. Pass auf, wundere dich jetzt nicht, wenn ich plötzlich wie ein Irrer zucke. Ich will dich nicht verarschen oder so. Ich habe eine Erkrankung und das ist nun mal so. Ja. Würde vielleicht das ganze Gespräch für dich lockerer machen und auch für das Gegenüber, weil die meisten Leute können da ja auch nicht drauf reagieren. Die sind ja auch unsicher und wissen nicht, was sie machen sollen. Ja klar, also ich meine, für viele Leute ist das natürlich auch Unwissenheit. Viele Leute wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja. Mit Problematik, keiner kennt das so im Endeffekt. Kann man ihnen ja auch gar nicht übel nehmen, den Leuten. Bitte? Ich sage, das kann man den Leuten ja auch gar nicht übel nehmen, dass sie dann auch unsicher sind und wissen nicht, was sie machen sollen. Nee, eigentlich nicht. Ja. So, aber nochmal, die Bitte an euch draußen, wenn ihr in Sachen Tourette-Syndrom von Selbsthilfegruppen wisst oder ihr vielleicht selbst irgendwie eine kleine Gruppe seid, dann mailt uns doch bitte und wir reichen das dann an den Stefan weiter und dann kann Stefan mit euch mal Kontakt aufnehmen, damit er irgendwie mal gleichermaßen Betroffenen in Kontakt kommt. Das wäre so super. Also wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr das machen würdet. Also, das machen wir, Stefan. Ehrlich. Ich bin guter Dinge und wünsche dir alles Gute und sobald was kommt, melde dich. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch per Telefon oder per Mailadresse und weiter geht es mit dem André und André ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, André. Hallo Domian. Hallo André. Weswegen rufst du mich an? Ja, es geht darum, dass vor genau 4 Jahren, na gut, 8. März, mein Vater an Heroin gestorben ist. Der Vater an Heroin gestorben? Überdosis, ja. Oder was? Ja. Mhm. Der Grund war eigentlich deswegen, er war selbstständig, hatte eine eigene Firma. Was hat er für eine Firma? Er war Kamin- und Ofenbauer. Ja. Also so ein selbstständiges Kleinunternehmen. Und das hat er geschafft, während seiner Heroinsucht, offensichtlich war er lange heroinsüchtig, zu führen. Es fing an, dass ihm gesagt wurde, dass es mit seiner Firma wohl bald bergab gehen wird. Mhm. Sprich, insolvenzmäßig, pleite. Mhm. Und ja, dadurch, er hatte Freunde, die Heroin genommen haben. Mhm. Und ja, dadurch ist er dann damit reingerutscht. In der ersten Zeit war es relativ wenig. Ich war damals, als er angefangen hat, er ist mit 44 gestorben. Ja. Als er angefangen hat, war er 36, 37, also ich so zwischen 6 und 7. Ach, dann hat er so spät erst damit angefangen. Ja. Ungewöhnlich. Ich höre sonst oder kenne sonst nur Leute, die gerade in Sachen Heroin sehr früh damit anfangen, also Jugendliche, und dann irgendwie nicht loskommen. Aber dein Vater... Ja, es ging alles damit an, dass er eben diese Freunde hatte und dann der Stress mit seiner Firma, das wurde ihm irgendwie alles zu viel, so. Mhm. Hast du denn, wenn du diese Zeit, wenn du dich zurückerinnerst, das ist ja, da warst du ja schon voll, ja. Ich war noch ein Kind. Ja gut, aber du hast ja schon die Sache, die Welt um dich herum mitgekriegt. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung zu Hause? Schwierig. Also eigentlich, ich habe nicht realisiert, dass er Heroin genommen hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass es mehr Alkohol ist, weil er war anteilnahmelos, hat nicht viel gesprochen, war oft nicht da. Wenn er da ist, aggressiv und er hatte so ein Büro, so ein kleines Zimmer in der Wohnung bei uns, wo er sich dann meistens zurückgezogen hat und höchstwahrscheinlich sich dann in Schuss gesetzt hat. Ne? Bist du ein Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Und hast du damals mit deinem Vater alleine gelebt oder mit deiner Mutter auch? Mit meiner Mutter noch zusammen. Mhm. Und die hat auch versucht, ihn zur Therapie bzw. Drogenberatung und so. Er hat ja auch alles bejaht bzw. versprochen und im Grunde genommen, soweit ich weiß, ist da gar nichts passiert. Das heißt, sie wusste das von Anfang an, was da los ist, was er macht? Ich hab's 2001, also wo er schon mittendrin war, hatte ich dann irgendwann eine Zwei-Zimmer-Wohnung genommen und er war bei uns zu Besuch und er hat sich mal wieder mit meiner Mutter gestritten und ich brauchte Geld, das ist 2001, ich habe damals auch schon Drogen genommen. Und brauchte Geld für Hasch und bin dann an seine Tasche gegangen und dann habe ich eben sein Fixbesteck gefunden. Ja. Und dann bin ich aus einem Wolken gefallen, auf Deutsch gesagt, ne? Ach, du hast das so entdeckt? In seiner Tasche, beziehungsweise. Mhm. Aber da wusste deine Mutter es schon? Meine Mutter wusste es von Anfang an. Habe ich mir eben gerade nach, du hast es so ganz beiläufig gesagt, da warst du 14, ne? Ich war, als er gestorben ist, 14 und als er angefangen hat, zwischen 6 und 7. Und du hast auch schon in ganz jungen Jahren angefangen, Haschisch zu konsumieren? Mit
12. Mit 12. Wie kamst du so früh daran? Durch Freunde. Und heute? Ich bin heute clean. Also es ging alles da weiter, als er gestorben ist. Ja. Bin ich immer mehr in die Drogen verfallen. Zuerst war es nur Haschisch und Cannabis. Dann Kokain. Und ja, dadurch, meine Mutter ist dann nicht mehr klargekommen mit mir. Hast du auch Heroin genommen? Nein, Heroin nie im Leben. Würde ich nie im Leben machen. Ich habe gesehen, was mit meinem Vater passiert ist. Und das will mir nie im Leben passieren. So. Und also im Moment ist es aber alles im guten Bereich. Ja, im Moment ist alles im guten Bereich. Und meine Mutter ist dann nicht mehr klargekommen mit mir, hat mich dann ins Heim gegeben. Ja. Das war September 2002, also ungefähr ein halbes Jahr später. Dann bin ich bis Juli 2004 in diesem Heim gewesen, weiterhin Drogen konsumiert, waren nur Jungs da, haben alle fast Drogen genommen. Und bin dann Juli 2004, hab dann eine Psychose bekommen aufgrund der Drogen. Und bin in Hamburg und bin dann in Hamburg in die Psychiatrie eingewiesen worden. Erklär mal, was eine Psychose ist, in ein paar einfachen Worten. Psychose bzw. Verfolgungswahn. Ganz schlimme Sache, ne? Also Psychose ist, ich will es nicht mal meinen ärgsten Feind wünschen. Es ist die Hölle in dir, ne? Es war die Hölle, ich habe es zum Glück besiegt. Ich wohne jetzt in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Nähe von Bremen. Ja. Und kann hier integriert meine Ausbildung machen. Ja, was lernst du? Maler und Lackierer. Ah ja. Und wie lange musst du noch, bis es... Drei Jahre, ist noch frisch. Ich wollte dich gerade nochmal zu deinem Vater fragen. Hat er sich bewusst eine Überdosis gesetzt oder meinst du, dass das ein Versehen war? Ich würde sagen, er hat den Hals nicht vollgekriegt. Also mehr oder weniger ein Versehen? Denke ich mal. Also er hat sich nicht bewusst umgebracht? Denke ich mal nicht. Es gab keinen Abschiedsbrief, gar nichts? Es gab gar nichts. Gar nichts. Ich war bei Freunden, das ist auf dem Freitag passiert. Ich kam am nächsten Tag nach Hause, meine Mutter hat geheult und hat mir dann erzählt, hat mir dann zum ersten Mal erzählt, dass mein Vater über ihn gestorben ist. Wie hast du diesen Tod damals empfunden? Einerseits erleichtert für ihn, andererseits tief und schwer betroffen, sodass ich dann 10 Minuten später meine Mutter da einfach sitzen lassen habe, ich weiß, das war scheiße von mir, einfach sitzen gelassen habe zu meinen Freunden und mich dann erstmal benebelt habe, ne? Und so ging dann die Jahre weiter, ne? Du sind ein Jahr vergangen, bis 18 Jahre alt, hast selbst mehr oder weniger eine Drogenkarriere schon hinter dir. Ja, kann man so sagen. Ja, kann man sagen. Wie beurteilst du das Leben und das Ende deines Vaters jetzt von deiner heutigen Warte aus gesehen? Also ich kann allen nur raten, auch die jetzt zuhören, man sollte am besten nie damit anfangen. Ich habe es geschafft, ich bin jetzt clean, ich mache meine Ausbildung und ich mache mal ein Gläschen Alkohol trinken oder mal in der Disco feiern, ja, aber Finger weg von Drogen so, ne? Ja, ich finde ja auch, es wurde ja jahrelang Haschisch immer so verharmlost und das ist alles nicht so schlimm. Ich finde das schon allein das damals in den, na gut, da habe ich noch nicht gelebt, aber damals in den 60ern, 70ern war es ja auch noch viel harmloser als heute. Ne? Also das ist mal, auf jeden Fall auch das ganze Zeug, was sie da heutzutage mit reinmischen und man weiß ja nie, was man da raucht. Ne? Ja, es ist alles andere als harmlos und das ist vor sich geboten, auch mit der kleinsten Kifferei. Zu deinem Vater, machst du ihm irgendwie, jetzt auch mit deinem heutigen Wissen und deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast, machst du ihm irgendwie auch Vorwürfe, dass du sagst, wieso hat der sich so gehen lassen? Wieso hat er den Hintern nicht hochgekriegt? Machst du ihm Vorwürfe? Nein. Einerseits kann ich ihn verstehen, andererseits auch nicht. Aber ich meine, das ist sein Leben und ich war damals so jung, ich konnte mich da noch nicht mit einmischen. Andererseits habe ich es ja damals noch nicht richtig gewusst. Aber er hat dem Jungen den Vater genommen, ne? Nämlich dir. Ja, gut. Also die einzigen schönen Sachen, wirklich, die ich mich noch erinnern kann, da war ich 5, da sind wir nach Spanien gefahren. Er war noch clean und er hat sich ständig um mich gekümmert eben. Ne? Also, wenn du heute an ihn denkst, wenn du heute an ihn denkst, ist das schon so, du hast ihm das vergeben und du willst ihn in guter Erinnerung behalten. Auf jeden Fall. Ja. Wie ist dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Meine Mutter ist ausgewandert nach Australien. Ach. Also sprich, ich bin jetzt alleine hier in Deutschland. Warum ist sie ausgewandert nach Australien? Sie hat einen neuen Freund kennengelernt. Ja. Der ist Australier, hat 30 Jahre lang in Hamburg gewohnt eben. Komme ich auch ursprünglich her. Und ja, der ist eben Australier und der hat das Leben in Deutschland satt gehabt.
hat gesagt, in Australien arbeitest du, um zu leben, und hier in Deutschland lebst du, um zu arbeiten. Ja, mag ja alles sein. Aber dann hast du es aber wirklich hart abgekriegt. Der Vater ist so früh gestorben, die Mutter geht nach Australien und du bist erst 18 Jahre alt. Sie durfte ja erst noch gar nicht weg, bevor ich nicht 18 bin. Sprich, sie ist letztes Jahr, nach meinem Geburtstag im August, ist sie abgehauen. Und hat mich aber gefragt, ob ich mit will. Ich dachte, nee, ich mache erst hier schon meine Ausbildung zu Ende. Ja. Hab meine Freundin auch hier in der Einrichtung. Ja. Und wenn ich meine Ausbildung fertig habe, dann werde ich diesem Land den Rücken zukehren. Und als Maler und Lackierer hast du sicher gute Chancen auch im Ausland? Genau, ich war über Weihnachten da, hab mich so ein bisschen erkundigt. Also sehr gute Chancen habe ich da. Und ich meine, wenn ich meine Mutter hat geheiratet, den Mann. Ja. Und ich komme mit dem auch relativ gut zurecht. Ja. Und der arbeitet am Airport als Security Officer. Ja. Und er sagt, wenn ich möchte, kann ich da auch mitarbeiten. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich kenne seine Arbeitskollegen, ich kenne seinen Chef. Ja, dann kannst du dir da vielleicht ein neues Leben aufbauen. Ich war sechs Wochen da. Es ist wirklich ein Traumland und es ist wunderschön da. Ja, dann hat die ganze Sache eine gute Wendung noch genommen. Oder wird sie nehmen, wenn du jetzt deine Lehre zu Ende bringst, aber da habe ich keine Sorge. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das machst du, ja. André, danke für... Ich habe meine Freundin hier, die ich auch mitnehmen werde. Und dann ab nach Australien, ein ganz anderes Leben anfangen. Ja. Was ich dich zum Schluss mal fragen wollte, kannst du mir vielleicht, kann ich ein Autogramm von dir kriegen? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an, um deine Adresse aufzuschreiben. Genau, und noch ein dickes Lob an deine Sendung. Danke, sehr nett von dir. Alles Gute, André. Ja. Tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt, ich suche den gefährlichen Kick. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extreme Sachen machen, wo sie ihr Leben oder ihre Existenz eventuell mit ruinieren könnten. Aber sie machen es, weil sie einfach scharf auf den Kick sind. Ich habe gerade ja schon ein paar Beispiele genannt. Es könnte ein extremes Bungee-Springen sein, es könnte U-Bahn-Surfen sein, es können sehr bizarre Sexpraktiken sein, es können illegale Autorennen sein und so weiter. Also der gefährliche Kick, ich suche den gefährlichen Kick, unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, mailt mir bitte für morgen. Weiter geht es mit Albert. Albert ist 24 Jahre. Guten Morgen, Albert. Guten Morgen. Ja, hallo. Dein Thema, Albert, weswegen rufst du an? Ja, also ich habe jetzt eine Beziehung hinter mir, oder sie hat Schluss gemacht nach 2,5 Jahren, und ich würde sie eigentlich gern wieder haben und wollte eigentlich wissen, ob es eigentlich so sinnvoll wäre oder auch nicht, also wie mit ihr wieder zusammenzukommen. Ja. Wie lange seid ihr jetzt getrennt? Seit Januar, den 26. Seit Januar. Und sie hat sich von dir getrennt, sagst du? Ja. Warum hat sie sich getrennt? Ihr Grund war, dass sie die Freiheit wollte. Sie hat sich in der Beziehung nicht mehr wohlgefühlt. Hat sie das begründet, warum sie sich nicht wohlfühlte? Nicht wirklich, nein. Hast du da nicht ein bisschen nachgebohrt? Das interessiert einen doch. Habe ich, ja, auf jeden Fall. Also nachdem sie Schluss gemacht hat, habe ich nachgebohrt, und sie wollte es mir absolut nicht sagen. Sie hat gesagt, nein, wir machen jetzt Schluss, und du meldest dich nicht mehr. Und sie meldet sich dann nach einem Monat, zwei Monaten. Hat sie sich schon wieder gemeldet? Ja, wir haben jetzt das letzte Wochenende miteinander verbracht. Ja. Und wurde da denn ein bisschen gesprochen über die Hintergründe? Ja, aber so einen richtigen Grund hat sie auch nicht genannt. Also es gibt keinen anderen Mann? Nein. Nein. Also zumindest hat sie es mir gesagt. Hat sich denn ihre Unzufriedenheit, wenn du so zurückdenkst in den letzten Monaten, bevor ihr euch getrennt habt, schon irgendwie gezeigt? Hat sie mal irgendwie kundgetan, dass sie sich nicht wohlfühlt? Oder lief alles ganz normal? Sie hat es mir mal gesagt. Für mich, weiß nicht, war das irgendwie kein Problem in der Hinsicht. Weil du aber auch nicht konkret wusstest, was sie meinte. Ja. Sie hat irgendwie das mal so gesagt, dass sie nicht so ganz zufrieden ist, aber das war es dann auch. Ohne, dass du wusstest, warum. Ja. Wie war es im Bett? Habt ihr guten Sex noch gehabt zum Schluss oder auch nicht mehr? Auch nicht mehr. Und zwar hat sie
zwei Monate vorher, bevor sie Schluss gemacht hat, per Internet mit einem anderen Sex gehabt, also per Chat. Also so Cybersex-mäßig oder was? Ja, Cybersex. Mhm. Und also die haben dann über Sex, ich übersetze es mal, über Sex gechattet und haben sich gegenseitig heiß gemacht, aber es ist real nichts gelaufen. Nein, das nicht. Ja. Mhm. Das hat sie dir erzählt oder hast du sie erwischt dabei? Das hat sie mir dann nach einem Monat erzählt, also wo sie sich endlich durchgekämpft hatte. Mhm. Hattet ihr denn die letzten Monate überhaupt noch Sex miteinander? Ja, selten, aber wir hatten. Das heißt also, 0815. Ja. Routine-Sex. Mhm. Ja. Liebst du diese Frau noch? Ich bin immer noch in sie verliebt, ja. Hat sie irgendetwas darüber gesagt, was für Gefühle sie zu dir noch hat? Sie hat mir gesagt, dass sie noch in mich verliebt wäre. Weil nach 2,5 Jahren Beziehung kann sie einfach nicht abschalten. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum die Trennung. Also sie sagt, sie ist unzufrieden, aber sie ist noch in dich verliebt. Ja. Aber sie will sich trennen. Ja. Wer soll hat sich halt getrennt. Wer soll daraus schlau werden? Ja, das frage ich mich auch. Also ich war eine Woche in Frankreich, arbeitsmäßig. Ja. Und Dali war eigentlich ganz okay. Sie hat sich gefreut, dass ich wiederkomme. Und nachdem du zurückkamst? Ja, also in der Zeit, wo ich weg war, war sie total happy, wenn ich wiederkomme. Mhm. Und du hast gesagt, dass ihr euch am Wochenende getroffen habt, nach ein paar Wochen Pause. Ja. Wie war das? Wie seid ihr miteinander umgegangen? Na, ja, wir haben uns begrüßt, Küsschen gegeben und zum Kuss. War eigentlich fast wie in der Beziehung. Ja, habt normal miteinander geredet? Ganz normal, also offener als in der Beziehung vorher. Habt ihr miteinander geschlafen? Ja. Das auch? Ja. Und dann also, ist sie wieder gegangen und hat gesagt, jetzt ist weiterhin Schluss, oder wie? Ich war bei ihr. Jetzt hat sie gesagt, ist vorbei, wir sollten uns nicht mehr sehen und keinen Sex mehr haben. Und ach, das hat sie dann danach gesagt? Ja. Hört sich alles sehr komisch an, Albert. Hört sich an, macht mich ein bisschen wütend, wenn ich das so höre. Weil die junge Dame einfach ihren Mund nicht aufkriegt. Irgendwie spielt die da mit dir rum oder was macht sie, was will sie, was ist da los? Man hat immer ein Recht, der andere hat immer ein Recht, der Verlassene, eine Erklärung zu bekommen, warum. Auch wenn die Erklärung vielleicht bitter ist und böse oder verletzend, aber man hat ein Recht darauf. Jetzt geht sie mit dir in die Kiste und Küsschen hier, Küsschen da und dann sagt sie wieder, nee, jetzt ist Schluss. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich würde an deiner Stelle schon darauf bestehen, nochmal mit ihr zu sprechen und dass sie dir das plausibel macht, ihr Verhalten. Mhm. Und ich würde auch nicht locker lassen nach dem Motto, ich weiß nicht und ich weiß wieder nicht. Irgendwas weiß man schon und wenn man in sich hineinhorcht, da ist schon irgendwas da, was man sagen kann. Das sind manchmal bittere Wahrheiten, vielleicht für einen selbst auch, aber das muss raus und das ist immer hilfreich. Denn du machst dir ja Hoffnung. Da macht man sich ja Hoffnung, wenn man dann nochmal so ein Wochenende erlebt hat, wie du es jetzt erlebt hast. Ja, sie chattet auch immer noch mit anderen Jungs und also ich sag dir mal, so von dem, was du mir jetzt erzählt hast, glaube ich, dass es keine dolle Chance mehr hat. Ich glaube, dass die innerlich weg ist von dir. Mhm. Glaube ich. So die Indizien, die du mir so sagst, aber das weiß ich nicht. Aber es wäre so gut für dich. Sie will Sex und dann ist okay und auf Wiedersehen. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Das Verhalten deutet nicht darauf hin, dass die noch ernsthaft an dir interessiert ist. Die wird natürlich nach 2,5 Jahren, ist man aneinander gewohnt, vielleicht auch nicht so schnell den Absprung schaffen und laviert noch so hin und her. Aber ich glaube nicht, dass das eine große Chance hat. Aber das weiß ich nicht. Ich würde dir raten, geh in so ein Gespräch rein, schon nicht mit einer großen Hoffnung, dass da vielleicht noch was raus wird. Das hilft einem dann, die Niederlage besser zu verkraften. Aber geh nochmal an sie ran.
Es sei denn, du kannst das jetzt so aushalten und dich gar nicht mehr melden. Aber du hast es ja im Kopf, ne? Also das Aushalten, das geht bei mir absolut nicht. Also. Ja, da musst du telefonieren. Wohnt ihr weit auseinander? Nein, 30 Kilometer. Ja, gut, dann trefft ihr euch am Wochenende nochmal. Dann sagst du einfach, du willst gerne nochmal reden und ein Gespräch, bittest um ein Gespräch. Mhm. Und dann darfst du dich auch nicht zufrieden geben, wenn sie sagt, wenn sie blockt oder nicht weiter sagen will, dann musst du bohren, bohren, bohren. Albert. Ich werde es versuchen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke dir. Mein Lieber, tschüss. Domi? Mhm? Könnte ich auch ein Autogramm bekommen? Ja, klar. Lies du bitte auf und wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, danke. Okay, dir. Tschüss. Tschüss. Er hat gerade Domi gesagt, ne? Das ist ja putzig. Domi. Bastian, 27. Hallo, hallo Bastian. Hallo. Ja, hallo, Domi. Jo, du bist aber weit weg. Ich habe so ein Ding drin im Ohr. Wie heißt das? Eine Freisprechanlage oder sowas? Ganz genau, soll ich die rausnehmen? Ja, wäre vielleicht besser, weil es klingt so aus der Dose, aus. Was würdest du aus? Schon. Ich mache Wäsche zusammen. Was machst du? Wäsche? Ja, Wäsche zusammenlegen. Muss ich auch machen. Das heißt, du hast heute gewaschen? Nee, meine Mutter. Die Mama. Na, das ist mir mal. Mit 27 wird die Mama noch als Waschfrau genutzt. Ja, meinst du, warum ich direkt in die Wohnung nebenan gegangen bin? Wollen wir über die Wäsche reden? Nee, lieber nicht. Erzähl, über was reden wir? Ich bin letztes Jahr auf den Campingplatz gefahren. Mhm. Und bin im Krankenhaus wieder aufgewacht. Bist du, ich habe es nicht verstanden, gefallen oder gefahren? Im Krankenhaus wieder aufgewacht. Das habe ich verstanden, auf einem Campingplatz gefahren. Gefahren und im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ganz genau. Was ist auf dem Campingplatz passiert? Weil das so geregnet hat, sind wir direkt in so eine Grillhütte reingegangen. Ich habe zu einem Hallo gesagt und plötzlich kam eine Flamme auf mich zu. Ins Gesicht? Ganze Oberkörper, Gesicht, volles Programm. Da hat irgendeiner, oder so ein Junge hat Spiritus in einen brennenden Grill reingeschüttet. Ah, genau das, was man natürlich 100.000 Mal sagt, was man nicht tun soll. Richtig. Und du hast volle Kanne das Feuer abgekriegt? Ganz genau. Gesicht und Oberkörper? Gesicht, Oberkörper, 28% vom Körper verbrannt. Boah. Bin dann brennend über den Platz gelaufen und irgendwelche Jungs haben mich dann gepackt und in den See geschmissen. Keine Erinnerung mehr daran? Nicht wirklich. Ich habe zwar viel erzählt gekriegt, aber so richtig erinnern kann ich mich nicht. Im Krankenhaus wieder aufgewacht. Nach wie vielen Tagen? 2 Wochen Koma, einmal wiederbelebt worden. Also volles Programm. Und in die ersten 2-3 Tage, nachdem ich aus dem Koma erwacht bin, weiß ich eigentlich auch gar nichts, weil die mich so mit Medikamenten vollgepackt haben. Wie siehst du im Moment aus? Ist das gut verheilt? Relativ. Wie ist es im Gesicht? Es geht. Also ich trage eigentlich seitdem nur noch 3 Tage Bart, damit es nicht mehr so auffällt. Also man sieht es an den Ohren. Ja. Ist das gesamte Gesicht auf die Stirn betroffen? Man sieht nichts mehr auf der Stirn. Verstand nicht mehr. Du sagst relativ gut. Was heißt relativ? Ja, man sieht es halt an den Ohren. Da habe ich halt rot-blaue Stellen überall. Mhm. Und links auf der Backe habe ich halt eine schöne Narbe. Mhm. Brust und Arme? Rechte Oberarm ziemlich stark, linke Brust ziemlich stark. Mhm. Also ich war letztens im Schwimmbad und ich wurde schon ziemlich blöd angeguckt eigentlich. Ja, die Leute glotzen ja überall hin, wo es irgendwas Ungewöhnliches zu sehen gibt. Ist Haut transplantiert worden? Nein, zum Glück nicht. Ich hatte einen Zimmernachbar, bei dem ist es passiert worden, als ich Koblenz im Krankenhaus lag. Und ich bin froh, dass es bei mir nicht gemacht wurde eigentlich. Wie viele Wochen hast du insgesamt mit allem drum und dran im Krankenhaus gelegen? 5 Wochen Krankenhaus, 5 Wochen Reha, über ein halbes Jahr Krankenschein und ich habe halt jetzt immer noch Krankengymnastik 2-mal in der Woche. Aus heiterem Himmel passiert sowas? Bitte? Ich sage, und sowas passiert aus heiterem Himmel? Das muss man sich mal vorstellen, sowas, ne, von einer Sekunde auf die andere passiert ist. Ja, und da waren knapp 30 Leute in der Grillhütte, in so einer Hütte 4x4 Meter. Ja. 25, 30 Leute drin und ich bin halt, da war ein Mädchen, die hat noch ganz leicht, die hat halt die Haare weg.
und am Oberschenkel ganz leichte Verbrennung, aber bei ihr sieht man halt nichts mehr. Die ist auch nach 2 Monaten, glaube ich, wieder arbeiten gegangen. Das heißt, dich hat es hauptsächlich getroffen? Ja. Ich stelle mir jegliche Art von Verbrennungen, und je schlimmer die Verbrennungen sind, desto furchtbarer stelle ich mir die Schmerzen vor, die man hat. Ist das so? Ich habe immer noch Schmerzen. Mhm. Aber ich kann mich an größtenteils gar nicht mehr erinnern, weil die mich halt sofort ins Koma gelegt haben und halt so mit Medikamenten vollgepackt haben, dass ich eigentlich von dem größten Teil gar nichts weiß. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so lange im Koma gelegen hat und dann so ganz langsam wieder zu sich kommt? Ich weiß von nichts. Ja, aber irgendwann setzen deine Erinnerungen ein. Wie war das dann? Ist das wie nach einem Schlafen, Aufwachen oder wie? Ja, also wenn ich abends ins Bett gehe und am nächsten Tag wieder aufwache. Eigentlich, du weißt von gar nichts. Du kriegst gar nichts mit. Also es gibt keine Koma-Erinnerungen an irgendwelche Lichter oder irgendwas? Was, nee. Gar nichts? Nee, also auch, ich würde jetzt sagen, wer mir sowas erzählt Humbug. Wer reimt sich sowas zusammen, damit er irgendwas zu erzählen hat? Mhm. Naja gut, das sind Leute, die hatten Nahtoderlebnisse, die dann wirklich kurz davor waren zu sterben. So schlimm war es ja Gott sei Dank bei dir noch nicht. Ich war tot, mich haben sie wiederbelebt. Ach so. Also ich war einmal weg und mich haben sie wiederbelebt. Und durch was ist der Tod eingetreten? Die haben mich nicht mehr aus dem Koma rausgekriegt. Mhm. Die haben mich ja in künstliches Koma gelegt. Ja. Und dann wollten die mich aus dem Koma rausholen und irgendwie ist da was schiefgelaufen und plötzlich war ich weg. Also ich war einmal richtig tot. Das hat man dir und deinen Angehörigen auch dann erzählt hinterher, dass es da was Dramatisches gab. Funktioniert alles, hat dann relativ schnell alles wieder so funktioniert? Die Erinnerungen, das Denken und im Prinzip funktioniert das der Kopf so für dich, wie er früher funktioniert hat? Für mich ja. Bekannte von mir sagen, dass ich mich extrem verändert habe. In welcher Richtung? Egoistischer geworden sein. Ach. Egoistischer? Ja. Wie merken die das? Hast du da ein Beispiel? Nee, so Beispiele kann ich noch niemals mehr behaupten. Ne? Mhm. Die sagen das halt einfach im Nachhinein. Ich hätte jetzt gedacht, oftmals hat man ja den Effekt, wenn Menschen so schwer erkrankt waren, dass sie danach genau das Gegenteil sind von egoistisch, dass die abgeklärter sind, milder sind, selbstloser sind. Das ist bei dir aber dann... Aber du empfindest das für dich, empfindest das nicht so? Teilweise. Also ich sag teilweise, meine Sachen, so was ich möchte, geht vor. Sag ich ganz eindeutig, weil ich weiß halt, wie schnell es vorbei sein kann. Ja, das ist der Hintergrund. Hm. Ist das für dich... Nee, ich mache jetzt halt lieber die Sachen, die ich machen möchte. Mhm. Und ich würde auch in meinem Kopf sagen, das setze ich ja durch. Ich bin zwar enorm faul geworden, ne? Mhm. Also, weil ich bin vorher immer arbeiten gegangen. Ich war eigentlich permanent. Ich bin von der Schule rausgekommen, bin arbeiten gehabt, die Ausbildung gehabt, bin arbeiten gegangen. Ich war noch nie arbeitslos. Ne? Und ich bin halt jetzt durch die lange Krankheit halt, ich habe über ein halbes Jahr Krankenschein gehabt, bin, nachdem ich 2 Tage im Koma war, haben meine Eltern bei meinem Chef angerufen, haben gesagt, dass ich wohl jetzt relativ lange ausfall. Mhm. Hat er gesagt, ja, das geht in 2-Mann-Betrieb nicht. Dann muss ich ihn wohl kündigen und mir einen neuen Mitarbeiter suchen. Mhm. Also ich bin jetzt seit einem guten Dreivierteljahr, mache ich eigentlich gar nichts mehr. Was hast du früher gemacht beruflich? Schornsteinfeger. Schornsteinfeger, ah ja. Ja. Mhm. Und das ist halt bei uns relativ schwer, einen Job zu finden, weil es gibt ja nicht so viele. Wie, es gibt nicht so viele Schornsteine mehr, oder was? Doch. Generell, ja, es wird immer weniger. Ich dachte, die ganzen Heizungen, auch die ganzen Gasheizungen, die müssen offen am Schornsteinfeger betreut werden, oder nicht? Ja, aber seltener als zum Beispiel eine Kohleheizung. Ah, ja, klar. Ja. Und wir sind ja in Bezirke eingeteilt und es gibt halt nur so und so viele Bezirke. Ein Meister hat einen Angestellten und nicht mehr. Mhm. Es gibt keinen Bezirk, wo ein Meister und 2 Angestellte zum Beispiel sind. Gibt es eigentlich aufgrund dieses Unglückes irgendeine Versicherungssache, dass du noch Kohle kriegst von irgendwem? Momentan kriege ich halt Arbeitslosengeld. Ich habe die ganze Zeit, als ich krank war, habe ich halt dieses Krankengeld gekriegt. Ja.
Und jetzt bekomme ich halt seit Mitte Dezember kriege ich Arbeitslosengeld. Aber es gibt keine Haftpflichtversicherung von dem, der da den Spiritus reingegossen hat, dass der irgendwie, dass die Versicherung blechen muss. Läuft da was? Anzeige läuft. Die Anzeige läuft. Das dauert halt nur ewig lange, bis irgendwann mal die Verhandlung kommt. Hat dieser Mann oder dieser Junge, der das da reingegossen hat und somit der Hauptschuldige ist, hat der dich mal im Krankenhaus besucht? Der hat bei meinen Eltern, als ich im Koma lag, da angerufen. Und da haben meine Eltern aber gesagt, der hat dann gefragt, ob er mich mal besuchen dürfte. Ja. Da haben meine Eltern gesagt, das erlauben wir dir nicht. Mhm. Wenn, dann musst du den Bastian fragen, also mich fragen. Ja. Ob der dich sehen will. Hm. Würdest du den sehen wollen? Ich weiß es nicht. Also wenn er mich jetzt anrufen würde, ich musste stark überlegen. Hm. Weil so ist der Junge für mich eigentlich, ich habe nichts mit dem zu tun. Hm. Wiederum hat der dein Leben radikal verändert, ne? Radikal. Ja. Hm. Wie sind jetzt so die Perspektiven? Willst du oder kannst du nochmal arbeiten? Oder wie soll es weitergehen? Die Ärzte haben zu mir im Krankenhaus erst gesagt, das sieht kritisch aus mit deiner Arbeit. Mhm. Durch die Narben und da ich halt die ganzen Flammen auch inhaliert habe, habe ich ein zweigradiges Inhalationstrauma gehabt. Und durch den ganzen Rust, den wir bei der Arbeit haben, der Rust wird ja mit Wasser wieder zu Schwefel. Mhm. Und der wird halt extrem aggressiv auf die Haut reagieren. Ich sollte das einfach ausprobieren, haben die Ärzte mir gesagt. Wobei das wahrscheinlich klüger wäre, wenn du umschulen würdest und einen anderen Job machen würdest. Ich habe mal 4 Tage zum Glück bei einem Meister als Aushilfe arbeiten können, weil ein Geselle von mir, von uns, der ist vom Dach gefallen und der konnte halt nicht mehr. Und dann habe ich 4 Tage da Probe arbeiten können. Mhm. Es ging einigermaßen. Es tut in der Tage relativ weh, wenn ich die Leiter auf die Schulter gelegt habe, so beim Laufen, alles da tat halt relativ weh. Würdest du, du hast gerade gesagt, du bist jetzt fauler, als du früher warst, aber dennoch, würdest du gerne vielleicht nach einer gewissen Ruhephase noch dann doch gerne arbeiten irgendwann? Ich wäre froh, wenn ich wieder arbeiten könnte. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich das, warum ich momentan so faul bin. Hier, jetzt war ein Kollege von mir, der hat mich aus Bonn besucht. Der meinte, bei dir gibt's auch nur das eine. Entweder voll arbeiten oder so gar nichts machen. Was ist eigentlich mit... Ich wäre froh, wenn ich wieder arbeiten könnte. Ich kann die Lungerei zu Hause nicht mehr ab. Kann ich verstehen. Das ist auch mein Hauptproblem eigentlich, warum ich eigentlich anrufe. Ja. So noch niemals mehr, so seelische Folgen habe ich. Ich träume ganz normal, ich habe damit keine Probleme. Ja. Nur halt die Rumlungerei, so gar nichts zu machen. Ja, also wäre die beste Therapie, wenn du wieder in einen Arbeitsprozess hineinkämst, der dir auch gefällt. Ganz genau, wenn ich wieder arbeiten könnte. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt umschulen soll, weil es sieht halt bei uns relativ rau aus. Also wenn du wirklich da nicht reinkommst in den Job, dann würde ich an deiner Stelle, du bist ja erst 27, da geht das ja alles noch. Dass du irgendwas machst mit einem Ziel vor Augen, dass du eine Umschulung machst, was dich interessiert, würde ich schon vorschlagen. Ja, aber... Bastian, was ich gerade noch fragen wollte, hattest du, als der Unfall passierte, eine Freundin? Nein. Nee. Dann... Zum Glück, würde ich sagen, glaube ich. Dann hätte sich erwiesen, ob die Freundin eine gute Partnerin gewesen wäre oder nicht, ob sie zu dir gestanden hätte. Ich weiß auch nicht, ob ich ihr den Stress hätte aussetzen wollen. Sebastian, jetzt wünsche ich dir, dass du entweder in deinen Job kommst oder dass du genug Elan kriegst, um eine gute Umschulung hinzubekommen. Ja, den Elan hätte ich schon. Aber ich habe meinen Beruf geliebt. Mhm. Ich bin in den Beruf reingekommen und ich fand den Beruf einfach geil. Da hat genau mich getroffen. Ja. Vielleicht klappt es ja nochmal. Was anderes zu suchen, ne? Ja. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, mein Lieber. Ich danke dir. Tschüss, Bastian. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch und kümmere dich um die Wäsche jetzt. Ja, dann die wird jetzt gleich zusammengelegt. Sonst kriegst du Ärger mit Mutter. Genau. Tschüss. Ciao. Wer ist hier? Hier ist die Melanie. Melanie ist 20. Hallo. 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 Hallo Melanie, was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Vater. Und zwar, mein Vater ist trockener Alkoholiker. Das liegt jetzt beinahe 5 Jahre zurück. Mhm. Und ich kann irgendwie das, was damals so alles passiert ist, nicht so wirklich aufarbeiten. Beziehungsweise ich kann mich ihm jetzt nicht mehr wirklich nähern, kann man so sagen. Mhm. Was ist denn damals Dramatisches passiert, was du so sehr in Erinnerung noch hast? Also das ist eigentlich die ganze Gesamtsituation gewesen. Also ich habe damals 3 Monate wirklich bei dem gewohnt. Meine Eltern sind getrennt, ich lebe eigentlich bei meiner Mutter. Mhm. Und in den 3 Monaten habe ich das also wirklich Highlife mitgekriegt. Dann waren also Sachen, also
Zum Beispiel, dass ich dann sein Testament schreiben musste, dass bei uns zu Hause dann die Türklinken abgeschraubt wurden, damit meine Stiefmutter da nicht mehr rein kann. Also mein Vater ist wieder dann auch neu verheiratet gewesen. Mhm. Ich habe noch zwei kleine Brüder, die haben das alles auch mitbekommen. Die haben sich gegenseitig verprügelt und der hat uns dann besoffen zu meiner Mutter dann gefahren, hatte dann noch Unfälle, da durfte man da nichts von erzählen. Mhm. Und Wie alt warst du, als die Eltern sich getrennt haben? Oh, da war ich 6. Ach so. Also als meine Mutter und mein Vater sich getrennt haben, war ich ungefähr 6 und 2 Jahre später hat er dann wieder geheiratet. Ja. Hast du ihn eigentlich nur als Alkoholiker in Erinnerung? Hat er schon getrunken, nein, als du klein warst? Nein, absolut nicht. Also meine Mutter hat mir jetzt vor kurzem auch erst erzählt, als sie sich von ihm getrennt hat, da hat sie schon gemerkt, dass er ein Alkoholproblem hat. Da habe ich aber selbst von nichts mitgekriegt. Also ich hatte generell immer ein recht gutes Verhältnis zu ihm. Mhm. Nur das war dann auch irgendwie so ein Schlüsselerlebnis. Als er dann das erste Mal ins Krankenhaus gekommen ist, hat er halt unheimlich abgenommen und sah dann auch total krass aus, total blass und so. Und ich musste ihn dann halt besuchen. Mhm. Ich wusste dann auch, dass er alkoholkrank ist. So alt war ich dann ja schon, dass ich das begreifen konnte. Und als wir dann im Krankenhaus waren und ich ihn dann da liegen habe sehen, da habe ich total resigniert. Da habe ich mich da hingesetzt, ja schön, und wann gehen wir wieder? Mhm. So, das hat er mir dann auch häufig vorgeworfen. Ja, der geht das ja am Arsch vorbei und... Nun ist er, sagst du, 5 Jahre ist er trocken. Ja, so ungefähr seit 5 Jahren. Die letzten 5 Jahre, da warst du 15, als das anfing. Wie war der Kontakt in diesen 5 Jahren? Oberflächlich. Also ich hatte noch aufgehört, den dann am Wochenende zu besuchen, halt wegen dieser ganzen Geschichte. Hat meine Mutter mich dann auch nicht mehr wirklich gelassen und ich hatte da auch keine Lust mehr zu. Ich habe den dann auch immer noch eigentlich regelmäßig besucht. Habt ihr denn das mal thematisiert? Er versucht das immer. Ich habe da total den Schatten weg, echt. Also wenn er mich darauf anspricht, ich spreche da auch so meiner Mutter überhaupt nicht drüber, meiner Stiefmutter auch nicht. Also er versucht schon, diese schlimme Zeit anzusprechen, was damals vorgefallen ist, während seiner Alkoholsucht. Ja, er sagt dann immer, ja, jetzt ist ja wieder alles gut. Mhm. Nur für mich ist irgendwie gar nichts gut. Er versucht das dann immer, ja, ich habe ja jetzt daraus gelernt und er ist ja jetzt auch sehr aktiv da in dem Thema, der ist jetzt Suchthelfer und hat da mehrere Seminare besucht. Du hast ihm aber nie mal das alles auf den Tisch gelegt, was dir auf dem Herzen liegt? Nein, das kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich will ihm das nicht erzählen. Warum willst du es ihm nicht erzählen? Das ist ja das Problem, ich weiß es nicht. Ich kann mich ihm total nicht öffnen. Mhm. Also mir tut das auch irgendwo weh, aber... Wie ist so... sofern man das mal so ein bisschen ausklammern kann, diese Thematik, so das tiefe Grundgefühl zu deinem Vater. Immer noch eigentlich gut? Ja, klar, irgendwo liebe ich natürlich meinen Vater, aber... Und er dich auch? Ja, er absolut. Er sehr, du bist absolut. Also ein wichtiger Punkt für ihn, ja, seine Tochter. Ich bin ein sehr wichtiger Punkt in seinem Leben, aber ich schaffe das einfach nicht. Das heißt, wenn du das schaffen könntest... würde eure Beziehung wahrscheinlich um ein Vielfaches besser. Ja, auf jeden Fall. Wir würden uns öfters sehen. Also gestern habe ich ihn durch Zufall gesehen, dadurch, dass er meinen Bruder nach Hause gebracht hat. Aber ich habe den sonst seit Januar nicht mehr gesehen. Mhm. Und er wohnt bei mir, weiß ich, eine Viertelstunde entfernt. Lass uns nochmal auf die Begründung kommen. Du sagst, ich kann das nicht, weil ich es nicht will. Natürlich will ich. Aber alle Bemühungen gehen irgendwie bei mir... total daneben. Welche Bemühungen wären das denn? Oder waren das schon? Also ich rufe ihn schon an. Aber wenn ich den dann an der Strippe habe, will ich am liebsten direkt wieder auflegen. Weil? Weil er einfach so normal ist. Der ist so, so, weiß ich nicht, auch so bemüht dann um mich. Ja. Und hast du mal, das erinnert mich alles so daran. Hast du mal die schriftliche Form überlegt? Ich habe ihn schon mal einen Brief geschrieben. Und er sagt dann auch immer, ja... Und wir gehen dann auch mal zusammen essen und ich möchte auch nicht mit dem alleine sein. Hm. Dir liegt viel daran, dass das irgendwie wieder gut wird. Ja, das liegt auch an mir, aber ich weiß nicht. Würdest du denn, ich meine, er ist ja wahrscheinlich auch sehr, er ist ja auch bemüht, ihm liegt auch viel daran. Wärst du bereit, mit ihm zu einem Therapeuten zu gehen, der quasi so Moderator ist zwischen euch beiden? Ja, das könnte man natürlich mal machen. Oder ich könnte auch mit zu den anonymen Alkoholikern gehen. Ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht so ein spezielles Problem, ob das da... weiß ich nicht, keine Ahnung. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, Melanie. Mhm.
meine Psychologin ruft dich jetzt noch an, die Simone. Ja. Und mit der kannst du das, diese Idee vielleicht auch nochmal vertiefen, zu einem Psychologen zu gehen oder bei den anonymen Alkoholikern das zu machen, okay? Ja. Wir rufen dich gleich wieder an. Alles Gute. Alles, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Matthias Neef. Morgen heißt unser Thema, ich suche den gefährlichen Kick. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen, um 1